Ja, mein Thema ist die Wirbelsäulentraumatologie. Ich bin Wirbelsäulenchirurg und es gibt nicht allzu viele Fälle, die in die Klinik kommen mit wirklich massivem Wirbelsäulentrauma, was sich wirklich eindeutig auf Sportverletzungen zurückführen lässt. Hier am Cover sehen Sie vielleicht eine Sache, die manche noch in Erinnerung haben von der Fußball-WM 2014. Neymar ist hier aus dem Rennen gekickt worden. Die haben trotzdem noch gewonnen, die Brasilianer, aber für ihn war es erstmal vorbei und es hat sich im Endeffekt eine Fraktur des dritten Lendenwirbels herausgestellt in der weiteren Diagnostik. Ja, wie ist die Studienlage? Was kann man in der Literatur finden dazu? Der Eindruck, den man selber hat, ist schon richtig, dass die meisten Verletzungen der Wirbelsäule nicht durch Sportunfälle zustande kommen, sondern durch Stürze, Verkehrsunfälle, Hochrisikotraumata. Und im täglichen Alltag natürlich die größte Menge sind sehr alte Menschen, geriatrisches Klientel durch Bagatelltraumata. Das ist das, was wir jeden Tag in der Klinik sehen. Auch in der Publikationslage ist eben zu lesen, dass Wirbelsäulenverletzungen durch Sport nicht so häufig sind. Es gibt jede Menge Fallberichte. Ich stelle auch nachher noch gleich ein paar eigene Fälle vor, aber relativ wenig systematische Studien, zumindest das, was ich so gefunden habe. Was sind die Sportarten, wo am ehesten noch was publiziert ist? Wintersport, ich komme aus Österreich, also Wintersport ist ein großes Thema, Skifahren, Snowboarden, was auch immer. Radfahren ist gar nicht so selten Thema, egal ob auf der Straße oder Mountainbiken. Eishockey, dazu gibt es auch einiges zu lesen. Natürlich so Sachen wie Rugby, das kann man sich vorstellen. Reiten ist nicht so selten, dadurch, dass ich vorher in der Klinik tätig war, wo doch einige Reithöfe in der Nähe sind, habe ich da auch persönlich viele, viele Fälle gesehen. Und wie man auf dem letzten Dia gesehen hat, Fußball natürlich. Eine ganz interessante Studie gab es 2016 zu den Olympischen Spielen in Rio. Da hat man die Möglichkeit gehabt, als Teilnehmer, als Spitzensportler, sich quasi untersuchen zu lassen im MRT. Und man hat eben festgestellt, dass eine hohe Rate an Verschleißerscheinungen der Bandscheiben auch bei Spitzensportlern vorhanden sind. Das ist aber dann letztlich nicht sehr viel weiter untersucht worden, aber man hat zumindest gesehen, dass die Rate doch auch bei Leuten, die wirklich sehr, sehr, sehr fit sind, sehr hoch ist, dass sehr viele Bandscheibenschäden vorhanden sind. Was kann man lesen zum Thema Erstversorgung? Auch zum Thema Halswirbelsäulenverletzungen, was natürlich besonders relevant ist, auch im Zusammenhang mit Sportarten, wo ein Helm getragen wird. Was soll man tun, wenn man sozusagen Ersthelfer zum Beispiel auf der Straße ist? Ich fahre selber viel Motorrad, fahre auch Motocross und so weiter. Das heißt, ich war auch schon wirklich ein paar Mal in der Situation, dass ich das machen musste. Also eine einfache Regel ist erstmal, wenn man Verdacht hat, dass an der Halswirbelsäule was passiert ist oder der Patient bewusstlos ist, erstmal die Halswirbelsäule und den Kopf in einer neutralen Position zu stabilisieren, ohne groß dran zu ziehen und erstmal schauen, dass die Luftwege frei sind. Man sollte nicht unbedingt sofort den Helm runterreißen, weil man doch weiß, dass da einiges an Kräften auftreten kann, was nicht unbedingt positiv ist. Und wenn es nicht unbedingt nötig ist, soll man den Helm eigentlich dran lassen, bis der Patient in der Klinik angelangt ist. Wenn der Helm dann abgenommen wird, häufig hat man ja gleichzeitig Schulterprotektoren, dann sollte man natürlich beides gleichzeitig abnehmen, um sozusagen eine Überstreckung der Halswirbelsäule zu verhindern. Zum Thema Gabe von Glukokortikoiden. Beim akuten Trauma gibt es keine starke Studienlage. Der Nutzen ist eher fraglich, muss man sagen. Das wäre so die Variante, wie die Patienten in die Klinik gebracht werden.
Natürlich im Optimalfall sollte die Halswirbelsäule mit so einer Orthese rückgestellt werden. Gut, in der Klinik angelangt, was ist die Diagnostik, die erfolgen sollte? In der Realität ist das in aller Regel die Computertomographie. Bei bestimmten Fragestellungen, sozusagen ob Bandscheibe vielleicht zusätzlich in den Spinalkanal drückt oder ähnliches, kann man natürlich ein MRT ergänzen, aber primär reicht meistens die CT-Diagnostik. Dabei sollte man die AU-Klassifikation verwenden. Gut, wenn jetzt die Diagnostik abgeschlossen ist, was sind unsere Ziele? Was wollen wir erreichen mit unserer Behandlung? Wir wollen natürlich verhindern, dass auf Dauer eine Fehlstellung entsteht oder gar eine Instabilität oder eine Pseudarthrose. Und wir wollen gerade bei Sportlern, dass möglichst schnell wieder die Möglichkeit besteht, sich voll zu belasten und den Sport wieder auszuüben. Insgesamt zeigen die meisten Studien sozusagen ein ganz gutes Outcome, sowohl bei konservativer Therapie im Rahmen von leichteren Verletzungen als auch in der operativen Schiene bei schwereren Verletzungen. Welche Wirbelfrakturen werden jetzt konservativ behandelt? Typ A1-1 bis Typ A1-3, das ist nicht eine absolute Regel, aber im Prinzip eine grobe Orientierung. Alles, was stabil ist, wenn die hintere Säule steht und die Hinterkante nicht wesentlich beteiligt ist. Natürlich darf es keine neurologischen Ausfälle geben und man sollte auch darauf achten, dass die benachbarten Bandscheiben intakt sind. Und natürlich sollte die Knochenqualität entsprechend gut sein. Wie sieht die Therapie dann aus? Man kann die Rückenmuskulatur schon relativ früh in der Orthese stärken. Dazu gibt es im Prinzip von Lorenz Bühler vor 100 Jahren schon sehr lustige Videos, die man noch immer im Internet sich angucken kann, wie das gemacht wird. Und man sollte natürlich, wenn man sich für die konservative Therapie entscheidet, im Verlauf auch eine Röntgenkontrolle mehrfach durchführen, um auszuschließen, dass die Wirbel nachsintern, dass es zu einer Kyphosierung kommt. Wann ist eine operative Therapie erforderlich? Bei allen höhergradigen Verletzungen nach der AU-Klassifikation, bei allem, was instabil ist, bei einer wesentlichen Fehlstellung und natürlich bei neurologischen Defiziten. Sozusagen, ob die Spinalkanaleinengung eine OP-Indikation ist, ist immer sozusagen davon abhängig, ob ein neurologisches Defizit besteht oder nicht und sozusagen wie viel Prozent des Spinalkanals eingeengt sind. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung, würde ich sagen. Hier gibt es in der Klammer so ein paar grobe Richtwerte dazu. Ja, wie gesagt, das Outcome ist eigentlich nicht so schlecht. Man hat dabei natürlich ein paar Vorteile. Die Patienten, die Sportler sind ja meistens etwas jünger, sind compliant, sind motiviert, die wollen wieder fit werden, die wollen wieder zurück in ihren Sport und haben auch natürlich unter Umständen deutlich mehr Körpergefühl als jemand, der nie Sport betreibt. Natürlich ist auch der Anspruch an das Ergebnis dann höher. Das heißt, da gibt man sich dann nicht zufrieden, wenn das Ergebnis so mittelmäßig ist, sondern das muss dann schon wirklich passen. Jetzt stelle ich noch zwei, drei persönliche Fälle vor, die ich alle selbst kenne und alle selbst behandelt habe. Die sind auch alle recht aktuell. Der erste Fall, an den kann ich mich ganz gut erinnern, das ist noch nicht so lange her, das war Silvester vor 2 Jahren. War ein junger Mann, sehr, sehr muskulös. Der hat gesagt, er ist Powerlifter. Da konnte ich mir erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Er hat keine Vorerkrankungen, ist ganz gesund. Und er betreibt eben dieses Powerlifting oder auch Kraftdreikampf. Das hat er mir dann erklärt und er hat sozusagen an diesem 31.12. so eine Art Competition gemacht beim Kreuzheben. Das heißt, da wird immer mehr Gewicht sozusagen aufgelegt, bis einer nach dem anderen aussteigt und am Schluss gibt es einen Sieger, der eben am meisten Gewicht bewegen kann. Ja. Ich konnte es auch kaum glauben, lässt sich aber auch auf Wikipedia nachlesen, welche Gewichte da bewegt werden. Es sind eben diese drei Arten, die Gewichte zu bewegen: Kniebeugen, Bankdrücken,
aber auch eben dieses Kreuzheben. Und das ist unglaublich, aber da werden so um die 500 Kilo jeweils bewegt. In dem Fall war es so, dass das unmittelbar bei diesem Kreuzheben passiert ist, nennt sich auch Deadlift. Da wird im Prinzip eine Langhantelstange, wird rechts und links Gewicht montiert und dann wird das vom Boden aufgehoben mit geradem Rücken. Und sozusagen das Entscheidende ist auch wirklich, dass der Rücken komplett gerade ist, dass die Rumpfmuskulatur angespannt ist, dass man auf gar keinen Fall in die Lordose geht. Und bei ihm war es eben so, er hat dann sozusagen da schon recht viel Gewicht drauf gehabt und plötzlich kam ein vernichtender Schmerz und die Beine haben nachgegeben und er ist sozusagen da zusammengebrochen und hatte im Endeffekt eine komplette Schwäche, Fußheber, Fußsenker auf beiden Seiten, eine Anästhesie dieser Atome und eben auch eine wirklich komplette Kaudersymptomatik, wie man das selten sieht, mit kompletter Inkontinenz, Harn- und Stuhlinkontinenz. Also ein recht dramatisches Krankheitsbild für jemanden, der sonst noch nie irgendwas hatte und komplett gesund war. Das ist immer das erste Bild, was man sieht im MR. Also man sieht, der Spinalkanal ist irgendwie völlig verlegt. Hier oben sehen Sie auch das Datum, 31.12. Und was hat man gesehen? Eigentlich, naja, erstmal nicht so spektakulär, eben einen recht großen Bandscheibenvorfall. Vermutlich ist es da zu einer starken Translation gekommen in dem Segment L4-5. Und wie Sie auf dem rechten Bild sehen, ist der Spinalkanal dadurch völlig verlegt und dadurch hat sich diese Symptomatik erklärt. Wie hat die Therapie ausgesehen? War im Prinzip klar, muss man sofort operieren. Der Patient wollte auf gar keinen Fall, dass das Segment verschraubt wird, wollte auf gar keinen Fall eine Versteifung und wollte das mikrochirurgisch sozusagen gelöst haben, weil er natürlich möglichst rasch wieder diesen Sport machen wollte. Ist dann im Prinzip einfach mikrochirurgisch operiert worden. Ich bin da von beiden Seiten rangegangen, um das wirklich freizukriegen und habe ihn dann 6 Wochen mit so einer Prothese nachbehandelt. Der nächste Fall war eine sehr rüstige Dame, 62 Jahre alt, die ist joggen gewesen im Wald und ist irgendwie über eine Wurzel gestolpert, ist auf den Kopf gefallen, hatte danach sehr starke Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in den Arm, Kribbeln, Taubheitsgefühl und ist dann in der primärversorgenden Klinik sozusagen mit ihrer Platzwunde genäht worden, aber es wurde jetzt keine weitere Diagnostik durchgeführt, kein Röntgen, kein MRT. Die Patientin hat sich dann kurz darauf bei uns vorgestellt und im CT hat man diese Verletzung gesehen mit so einer Luxation der Facettengelenke und so einer diskoligamentären Zerreißung und hier so eine, auf der Seite sehen Sie, dass so eine Knochenspange hier abgebrochen ist. Auch hier war es klar, dass im Prinzip eine operative Therapie erfolgt. Ich habe der Patientin gesagt, wir werden notfallmäßig sozusagen die Bandscheibe ausräumen und eine Platte draufschrauben und dann eventuell im Nachgang nochmal von hinten Schrauben setzen. Ihr ging es aber so gut nach der ersten Operation, dass sie gesagt hat, sie möchte diese zweite dorsale Operation erstmal nicht. Man möchte das so beobachten und ist dann mit so einer weichen Orthese, mit so einer anatomischen HWS-Orthese behandelt worden und hatte auch im Verlauf dann keine weiteren Probleme und wir haben den dorsalen Eingriff dann auch, mussten wir auch nicht durchführen, ganz einfach. Der dritte Fall, das ist tatsächlich etwas, was wir jedes Jahr so sehen, das ist so eigentlich immer das gleiche Patientengut, das sind junge Männer, die ins Wasser springen. Entweder ist das Wasser trüb und man sieht nicht, dass es eigentlich zu seicht ist oder man ist irgendwie übermütig, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass es zu einem Anprall vom Kopf am Boden des Pools kommt oder vom See oder wo auch immer. Und das geht durchaus mit manchmal auch wirklich schweren Verletzungen einher. In dem Fall hatten wir einen 15-Jährigen,
typisches Alter, würde ich sagen. Der ist Trampolin gesprungen. Das Trampolin stand direkt am Pool. Und der ist schon oft in den Pool gesprungen. Der war auch tief genug, nur sozusagen durch die Höhe, die er erreicht hat mit diesem Trampolinsprung, war der Pool dann noch ein bisschen zu flach. Hat sich den Kopf gestoßen und hatte darauf sehr starke Nackenschmerzen und auch Ausstrahlung in den rechten Arm mit Kribbelparästhesien, Taubheitsgefühle und so weiter. Ist dann primär richtig versorgt worden mit so einer Philadelphia-Orthese. Wir haben in dem Fall ein CT gemacht und ein MRT, was auch sinnvoll ist. Man sieht hier diese Fraktur und hier die Beteiligung der Bandscheibe. Und auch hier war klar, der muss operiert werden. Auch hier haben wir das dann einfach nur mit einer ACDF versorgt und mit einer Orthese nachbehandelt. Und bei dem war es eigentlich auch so, dass die Beschwerden sofort postoperativ verschwunden waren.